Gott ist in Wirklichkeit nicht viel anderes als eine abgeschwächte, vereinfachte Form bekannter Motive aus Invasion der Körperfresser, Werwolf-Filmen und anderen, auch teilweise historischen Elementen und Versatzstücken. Grundsätzlich ist die Story des Films, finde ich, persönlich eigentlich relativ interessant. Die schauspielerische Leistung des Hauptdarstellers Ivan ist ebenfalls gut und der Film bietet einige wirklich gelungene und interessant inszenierte Szenen. Allerdings schafft es der Rattengott trotz seiner relativ kurzen Laufzeit dann doch einige Längen aufkommen zu lassen, vor allem weil seine Handlung dann über weite Strecken doch relativ vorhersehbar wird und er einige Leerläufe und vor allem einige Anläufe braucht, um irgendwelche Plotpoints zu erklären, die, wenn man dann allerdings länger drüber nachdenkt, in einigen Fällen auch so wirklich gar keinen Sinn ergeben. Damit ist der Rattengott für mich im Endeffekt nur ein durchschnittlicher bis unterdurchschnittlicher Film. Wer sich wirklich seit Jahrzehnten auf einen DVD-Release des Films gefreut hat, der kann ihn sich durchaus einmal anschauen, wobei ich allerdings nicht davon ausgehen würde, dass er die hohen Erwartungen, die einige scheinbar an den Film stellen, wirklich befriedigen kann, dass er denen wirklich standhalten kann. Für mich war es eher eine schwache Filmerfahrung. Ich persönlich würde den Film jetzt niemandem weiterempfehlen. Wer die Story grundsätzlich sehen möchte, der sieht sie eben bei anderen Filmen wie den Körperfressern deutlich besser.